So, ja, oh, ganz schön laut. Herzlichen Dank für die Einführung. Ja, ich hoffe, es wird unterhaltsam. Sie können danach mir rückmelden, ob es unterhaltsam war oder nicht. Ja, mein Thema heute: Online, digital, virtuell. Unterricht entwickelt sich weiter. Der Titel ist ganz bewusst so gewählt, wie ich ihn gewählt habe. Also, es geht nicht darum, hier revolutionäre Unterrichtskonzepte vorzustellen oder so, sondern es geht darum, digitale Medien einfach vernünftig im Unterricht einzusetzen, und zwar da, wo es passt. Jetzt kann man sich überlegen, okay, Unterricht entwickelt sich weiter mit digitalen Medien. Kann man sich, oh, da muss ich glaube ich nochmal draufklicken. Kann man sich die Frage stellen, warum sollte das überhaupt der Fall sein? Also warum sollte sich der Unterricht mit digitalen Medien weiterentwickeln? Warum sollte ich die überhaupt einsetzen? Und wie kann man das machen? Ist natürlich so, diese Fragen, da gibt es unendlich viele Antworten drauf, sodass ich nur ein paar heute rausgreifen kann. Insbesondere beim Wie gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und Ideen und Konzepte. Ich habe mir drei rausgegriffen, die ich nachher vorstellen werde. Und ich werde auch das Warum und das Wie miteinander verschränken. Und immer dann, wenn Sie einen gelben Stern sehen, ja, dann geht es um das Warum, und wenn Sie einen blauen sehen, um das Wie. Also hier unten sind die Sterne, ne? Hier gelber Stern, warum? So. Also jetzt geht es erstmal ums Warum. Und ein klarer Grund, warum man digitale Medien im Unterricht einsetzen sollte, ist ganz einfach, dass unsere Welt immer digitaler wird, ne? Also um uns herum gibt es eine Unmenge von digitalen Endgeräten. Ja, Laptop, Computer, E-Books oder hier ein Smartphone, Tablets, Tablet-PCs und so weiter und so weiter. Internet ist praktisch überall vorhanden. Ja. Und wenn man sich mal die Entwicklung anschaut, die letzten Jahre, das ist ja enorm nach vorne gegangen. Ja, und man braucht kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass es in Zukunft weiterhin so sein wird und noch viel, viel stärker sein wird, sodass man eigentlich sagen muss, digitale Medien sind ein Teil unserer Welt. Wenn also Schule alltagsbezogen sein sollte, zukunftsbezogen, weltbezogen, dann gibt es eigentlich keinen Weg dran vorbei, dass auch digitale Medien ganz natürlich in der Schule eingesetzt werden. So natürlich, wie sie auch mittlerweile im Alltag eingesetzt werden. Und es gibt ganz viel zu lernen dabei, ja? Also es gibt hier Konzepte, Inhaltskonzepte wie Daten, Informationen, Netzwerke, Digitalisierung, Informationstechnologien, Code und so weiter und so weiter. Also Informatik steckt letztlich überall in den Dingen drin, die wir verwenden. Und wenn wir unsere Schülerinnen und Schüler erziehen wollen zu mündigen Bürgern, also zu Bürgern, die später auch für ihre Rechte einstehen können, Sie haben es gerade angesprochen, ja, dass man beispielsweise überwacht wird und unmündig gemacht wird durch solche Technologien, also diese Gefahr besteht. Und wenn wir wollen, dass die Menschen für ihre Rechte einstehen, dann müssen die etwas darüber wissen. So, und das heißt, man muss also ganz viel wissen über digitale Medien, über Internet, über Informationstechnologien. Vielleicht eine Seitenbemerkung: wenn Sie mich fragen würden, hätte ich gerne Informatikunterricht, komplett in der Sekundarstufe 1. Ja. Sieht nicht gut aus dafür. Nichtsdestotrotz, mal von Informatikunterricht beiseite gelassen, Medienkompetenz spielt ja in diesem Kontext auch eine Rolle. Und ja, das hat ein besseres Standing bildungspolitisch, ja. Und dann sollten wir eben die informatischen, informationstechnischen Grundkompetenzen müssen wir wohl da verorten. Und ja, das wird in allen Fächern relevant sein. Also in allen Fächern werden Medien eingesetzt, und Medienkompetenz soll in allen Fächern geschult werden. Das heißt, letztlich muss auch jede Lehrerin und jeder Lehrer sich gewissermaßen damit auseinandersetzen und ja, auch die entsprechenden Kompetenzen vermitteln können. So. Hier nochmal ein paar Diagramme, die den Alltagsbezug darstellen. Und die habe ich genommen aus der GYM-Studie. Das ist eine Studie, die wird jährlich durchgeführt. Und da werden Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren befragt. Das ist ein bisschen klein, aber ich werde gleich die wesentlichen Dinge hier zeigen. Genau, Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren. Und zwar wird das jährlich gemacht. Das bedeutet, man kann über mehrere Jahre auch verfolgen, wie sich die Mediennutzung in diesem Alter entwickelt. Ja, und das ist jetzt die Studie vom Jahr 2012. Und da sieht man beispielsweise hier oben, dass Internet mit Fernsehen und Handy gleich oft genutzt wird. Ja, also der ganz grüne Balken ist täglich, und der etwas dunkelgrünere ist mehrmals pro Woche. Und man sieht also hier, 91% nutzen Internet täglich bis mehrmals die Woche, genauso wie Fernsehen und Handy.
Ja, der Gerätebesitz ist auch sehr spannend. Handy haben praktisch alle Kinder und Jugendliche. Also, ich frage auch öfter mal in Schulklassen, wie viele, also wer hat ein Handy? Und dann kommen sofort die Fragen, was ist, wenn man zwei oder drei hat und so? Und meinen Sie jetzt nur Handys oder meinen Sie auch die Karten? Ich habe auch zwei Karten. Warum hast du zwei Karten? Ja, je nachdem, mit wem ich telefoniere und so weiter. Also, das ist einfach im Besitz der Kinder, ne? Internetzugang 85 bis 88%. Also Mädchen und Jungen werden unterschieden, aber das ist jetzt gar nicht mehr so relevant. Sehr spannend ist auch jetzt gerade in den letzten Jahren hier dieser Balken, Smartphone, iPhone, bei 50% annähernd. Also ziemlich krass, ne? Also man kann eigentlich davon ausgehen, es dauert nicht mehr lange, vielleicht 1, 2, 3 Jahre und dann hat jeder ein Smartphone. Genauso wie hier oben ein Handy, also diese alten Knochen, die wird es dann nicht mehr geben und dann hat jeder ein Smartphone. Das hat mich richtig überrascht. Ja, hier geht es um den Internetzugang, Haushaltsausstattung und persönlicher Besitz. Die hellgrünen Balken oder die hellgrünen Säulen ist Internetzugang im Haushalt. Und das steht praktisch bei 98, 99%. Also jeder Haushalt hat Internetzugang. Und Internetzugang im eigenen Zimmer des Jugendlichen bei 87, 88, 90, 93%. Ne, also auch relativ hoch. Hatte mich verwundert. Ich dachte, naja, da steht halt irgendwie im Arbeitszimmer von den Eltern und man muss halt fragen, wenn man da dran darf und so, aber das scheint nicht der Fall zu sein, sondern jeder hat Internetzugang. Also auch viele haben Internetzugang auch im eigenen Zimmer. So, also Alltag der Kinder und Jugendlichen. Und das Problematische daran ist natürlich, wenn wir jetzt mal so die Kritikerbrille aufsetzen, ne, dass man mittlerweile im Internet natürlich allen Inhalten begegnen kann, die es so gibt, die so vorstellbar sind. Und darüber hinaus begegnet man nicht nur Inhalten, sondern jeder Mensch kann übers Internet heute ganz einfach Inhalte publizieren. So. Also weltweit, öffentlich, jetzt sofort. Ich kann ein Foto schießen und stelle es ins Internet und die ganze Welt kann es sehen. Das ist eigentlich ein enormer Sprung zu dem, was noch so vor 20 Jahren oder so denkbar war. Ja? Wenn man da publizieren wollte, hatte man schon ein bisschen mehr Probleme. Ja? Heute kann einfach jeder alles publizieren, und zwar relativ schnell und in großen Datenmengen. Und egal wie alt man ist. So. Und das ist natürlich ein gewisses Problem. Ne? Und dieses Problem stellt sich eben mit der freien Verfügbarkeit von Informationstechnologie. So. Jetzt gibt es einige Vertreter, die sagen, ja, wenn Kinder und Jugendliche sich so gut auskennen damit, also wenn sie es im Alltag nutzen, dann brauchen wir es eigentlich gar nicht mehr in der Schule besprechen. Ne, wenn die sich auskennen, was gibt es da noch zu sagen? Die können mir doch eigentlich mehr erzählen als ich ihnen und so weiter. Und in diesem Kontext fällt immer wieder der Begriff Digital Native, also der digitale Eingeborene, im Gegensatz zu dem Digital Immigrant, dem digitalen Einwanderer. Ne? Also da wird dann häufiger auch aus dem Buch, der Begriff ist von Mark Prensky geprägt worden, schon ein bisschen älter. Der Begriff, da geht es letztlich darum, dass man sagt, na gut, alle die ab 40 oder so, ne, also die ältere Generation, das sind Digital Immigrants, die sind nicht damit aufgewachsen, ja. Und die Kinder und Jugendlichen heute, die jetzt so 10, 12, 15, 20 sind, ne, die sind damit aufgewachsen, die sind damit groß geworden, die sind eingeboren, die haben das sozusagen das IT-Wissen mit der Muttermilch aufgesaugt. Ja, so. Den braucht man gar nicht sagen, die gehen da ganz natürlich mit um und denen muss man da nichts mehr beibringen. So, das ist der Gedanke dahinter. Ne? Natürlich gibt es da einiges an Kritik. Also erstmal ist dieser Begriff hochkritisiert, ja, also von Schulmeister beispielsweise gesagt, die Net Generation, die gibt es gar nicht. Ja, das ist ein theoretisches Konstrukt. Und ja, man muss auch sagen, dass diejenigen, die in den 80er Jahren mit irgendwelchen MS-DOS-Kisten rumgebastelt haben oder so und Assembler programmiert, dass die sich wesentlich besser auskennen als diejenigen, die heute so ein bisschen rumsurfen. Ja, ich übertreibe das mal ein bisschen. Und eine sehr schöne Analogie kam von der Kollegin von mir, Christine Bescherer aus Ludwigsburg, die Folgendes gesagt hat oder folgende Analogie aufgreift. Wir alle sind ja auch digital eingeboren hier in Deutschland. Ja, wir sind in Deutschland groß geworden, das heißt, wir haben die deutsche Sprache sozusagen mit der Muttermilch aufgesaugt. Also wir können alle Deutsch sprechen, wenn wir in die Schule kommen. Ganz natürlich. Komischerweise haben wir aber trotzdem 12 Jahre oder 13 Jahre lang Deutsch in der Schule. Weil, obwohl wir Deutsch sprechen können, müssen wir noch ganz viel lernen über Deutsch, nämlich Syntax,
Rechtschreibung, Textproduktion, Textverstehen, verschiedene Textsorten und so weiter und so weiter. Ich bin kein Deutschlehrer, aber Sie wissen, okay, man kann 12 Schuljahre ohne weiteres mit Deutsch füllen. Genauso ist es aber auch mit IT. Also wenn ich IT ganz natürlich nutzen kann, bedeutet das nicht, dass ich nichts darüber wissen muss. Nämlich da gibt es ganz viel zu wissen. Ja? Strukturelles Wissen, Hintergrundwissen über Informationen, Daten, alles das, was ich gerade vorhin gezeigt habe. Man merkt das spätestens dann, wenn Schüler im Internet surfen und Dateien runterladen, das können sie, aber die Dateien wiederfinden wird schwierig, wenn die irgendwo abgelegt sind im Dateisystem. Ja, da muss man eine Vorstellung davon haben, Dateisystem, was ist das eigentlich, wie ist das aufgebaut und so, und das ist häufig nicht vorhanden. Okay, also, wir haben Digital Natives da vielleicht sitzen, wenn man sie so nennen will, aber gerade die müssen ganz viel lernen. So, dann ein anderes Buch, was immer wieder in der Presse, also im letzten Jahr aufgetaucht ist, das von Manfred Spitzer, Digitale Demenz, der eher dafür eintritt, man sollte die Computer überhaupt nicht in der Schule haben, weil da ganz viele Gefahren mit Computern und digitalen Medien verbunden sind. Er hat natürlich recht. Ja? So, also übermäßiger Konsum von allem ist irgendwo kritisch. Ne? Wenn ich den ganzen Tag vorm Fernseher hocke als Kind und mich nicht bewege, dann werde ich dick und ernähre mich ungesund vielleicht und werde krank und so weiter und unglücklich. So. Klar. Also Übermaß von irgendwas ist immer schlecht. Das bedeutet ja letztlich, dass der unvernünftige Umgang mit diesen Medien Schlechtes. Das ist auch so eine Quintessenz von Spitzer. Die Folgerung ist aber eine komische, finde ich. Also gerade weil alle im Alltag unvernünftig mit diesen Medien umgehen, ich übertreibe wieder, ist es wichtig, dass das in der Schule aufgegriffen wird und der vernünftige Umgang damit gelernt wird. Ja? Die Schule ist eigentlich der einzige Ort, an dem eine Gesellschaft sicherstellen kann, dass ganze Generationen systematisch in bestimmte Dinge eingeführt werden. Ne? Dem Elternhaus kann man da vielleicht nicht immer die Verantwortung übergeben oder überlassen, ja, sondern gerade in diesem Kontext, ne, weil die Eltern sind ja vielleicht diejenigen, die ihre Kinder vor dem Computer sitzen lassen. Also die Gesellschaft als Ganzes hat nur die Möglichkeit, in der Schule zu wirken an der Stelle. So, das heißt, eigentlich, wenn es um den vernünftigen Umgang mit digitalen Medien geht, dann muss das in der Schule geschehen. Ja, ja. Insbesondere gerade, wenn es um den vernünftigen Umgang mit Daten geht. Ja, das habe ich ja vorhin schon mal angerissen. Also Internet ist immer und überall der Fall. Ja, also kann überall ins Internet mit Smartphone und mit Computer und so weiter. Und was mich auch überrascht hat im positiven Sinne war, dass das Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen über diese Problematik viel größer ist, als man denkt. Also viele wissen, es ist kritisch in Facebook mit den Daten. So ganz grob. Ne? Also was genau kritisch ist, ist nicht so ganz klar, aber irgendwie da muss man aufpassen mit Daten. So. Und das wurde hier eine Befragung 2012 durchgeführt und man sieht, 91% der Mädchen und 83% der Jungen beispielsweise haben die Privacy-Optionen in Online-Communities aktiviert, also so, dass die Daten nicht weltöffentlich zu sehen sind, sondern nur den Freunden. Das ist schon nicht schlecht, ja, 90%, ich hätte mit viel weniger gerechnet, aber da gibt es schon ein gewisses Wissen, allerdings Halbwissen. Ja, wenn man dann guckt, wenn man die Kinder und Jugendlichen dann fragt, in Bezug auf den Schutz meiner Daten fühle ich mich in meiner Community sehr sicher, sicher, weniger sicher, gar nicht sicher, ne? Dann sagen eigentlich so 50% sicher, kein Problem. Also dann gibt es wiederum kein Bewusstsein, dass selbst wenn ich die Privacy-Option eingestellt habe und andere Menschen meine Daten nicht sehen können, die nicht meine Freunde sind, kann Facebook meine Daten sehen. Ja? Und was macht eigentlich Facebook damit? Und das ist gar nicht so klar. Nebenbei bemerkt, Facebook ist das, also die Online-Community. Also Schüler-VZ und so, das, wer kennt wen und so, das wird nur ganz wenig genutzt von Kindern und Jugendlichen. Alle sind in Facebook, alle. Ist auch schon krass. Also Facebook hat, glaube ich, weiß nicht, wie viele Nutzer die haben. Ich glaube, 10% der Menschheit, ja, sind auf Facebook. Da kann man viel Geld mit verdienen, wahrscheinlich. So, okay. Wenn man sich schaut, wie wird das Internet genutzt, also wie nutzen eigentlich die Digital Natives das Internet, dann ist es genau so, wie man es vermutet, nämlich im Wesentlichen für Kommunikation, das ist dieser grüne Balken hier, Kommunikation, für Unterhaltung und für Spiele. Das ist so, also für Entertainment. So, ne, dafür nutzt Internet.
und nur ganz wenig Informationssuche hier. Und das, ja, für Mädchen und Jungen gleichermaßen. Mädchen kommunizieren ein bisschen mehr, Jungen spielen ein bisschen mehr, also genauso wie man es erwartet. Wenn es an die produktive Nutzung geht, dann sieht es schon übler aus. Ja? Also wenn man so die Dinge mal betrachtet, die Medienpädagogen und Mediendidaktiker hervorheben im Kontext des Internet, also dass das Web 2.0 jetzt eine Plattform ist, in der man kollaborativ Dinge erarbeiten kann und so und gemeinsam an Produkten arbeiten und so, dann passiert das nicht. Also nicht von sich aus, ne? Nicht im Privaten und nicht natürlicherweise. Also News, hier steht Newsgroups, Foren schreiben, nur ganz wenige, 10%, Fotos, Videos einstellen, das ist ja per se nichts Schlechtes. Ne? Also Fotos einstellen ins Internet ist nichts Schlechtes, es kommt aufs Foto an. Musik- und Sounddateien einstellen machen nur ganz wenige, twittern, 4-5%, also twittern tut da niemand von den Kindern und Jugendlichen. Twittern ist so ein Phänomen mit 20er Studenten, die irgendwas mit Medien machen, so, die twittern. Alle anderen sind auf Facebook. Weblogs verfassen macht auch keiner, Wikipedia oder ähnliches, was schreiben, also lesen natürlich und Copy und Paste und so, aber was reinschreiben macht praktisch keiner, 1%. Das ist aber bei Erwachsenen nicht anders. Ja, also 99% lesen, 1% schreiben. Podcasts erstellen, also Audiodateien aufnehmen und so weiter erstellen, macht auch praktisch keiner. Also die produktive Nutzung findet nicht statt, lediglich die Entertainment-Nutzung. Aber gerade die produktive Nutzung des Internets oder Web-Tools wird auch in Zukunft immer wichtiger sein, beispielsweise in Arbeitskontexten. Ne? Jede Menge Firmen errichten jetzt Firmen-Wikis für das interne Wissensmanagement. Als Beispiel. Also Firmen sehen, dass bestimmte Internettechnologien ihnen helfen in bestimmten Arbeitsprozessen. Das heißt, es ist wichtig, in Zukunft auch diese Technologien nutzen zu können in produktiver Art und Weise. Und deswegen ist mein, nicht nur mein, sondern Vorschlag von vielen, dass man in der Schule nicht nur auf die kritischen Dinge schaut und sagt, Facebook ist böse und Internet ist böse und pass mit deinen Daten auf, sondern dass man diese Webtechnologien in produktiver Weise nutzt als Unterrichtsmedien und in diesem Kontext immer wieder auf die Gefahren und Probleme hinweist. Beispielsweise, dass man ein Wiki einsetzt und in diesem Kontext sagt, aber aufgepasst, ihr wisst, was man ins Internet stellen darf und was man nicht stellen darf und in diesem Kontext dann bespricht Datenschutz, Urheberrecht, Lizenzen und so weiter, alles das, was dazu gehört. So, insofern sind digitale Medien oder das Internet, Computer, IT ein günstiges Medium und Werkzeug für den Unterricht? Ja, also klar, ist ein Medium, hat medialen Charakter, ne? Oder kann man als Werkzeug einsetzen, wenn man eher so diese Werkzeugmetapher mag, mit der man irgendwie rumbastelt und was baut. Und in diesem Kontext habe ich Ihnen mal drei Unterrichtsideen mitgebracht. Oder drei Szenarien, drei Tools, drei Werkzeuge, wenn Sie so wollen, die ich jetzt nacheinander vorstelle und in deren Kontext ich weitere Gründe angebe, warum man das so machen sollte und die Punkte aufgreife, die ich gerade jetzt eher allgemeiner Natur angerissen habe mit den ganzen Statistiken. Okay, und zwar drei verschiedene Dinge möchte ich ansprechen. Einmal ein Begriff, der jetzt in den letzten Jahren immer stark im Web diskutiert wird, Flipped Classroom, Inverted Classroom, umgedrehter Unterricht. Dann, also es hat eher etwas mit Medien zu tun, deswegen ist es hier unten links in der Ecke, hier als Werkzeug GeoGebra, das von vielen Lehrerinnen und Lehrern mittlerweile eingesetzt wird, im Mathematikunterricht insbesondere, aber kann auch in anderen Fächern eingesetzt werden. Das will ich kurz vorstellen als prototypisches Beispiel für IT als Werkzeug. Und hier in der Mitte, eher so angesiedelt, vielleicht zwischen Medium und Werkzeug, Web 2.0-Anwendungen wie Wikis und Weblogs, also gerade die Tools, die prototypisch sind für das Web 2.0. Ich werde auch gleich nochmal was dazu sagen, zu diesem Begriff. Und jede Menge Beispiele geben, wie man das im Unterricht einsetzen kann. So, und jetzt gehen wir mal in die Mitte. Fangen wir mal an bei diesem mittleren Bereich Web 2.0-Anwendungen. Der Begriff Web 2.0 ist in, ja, was bedeutet der eigentlich, ja, Web 2.0? Also Web 2.0 scheint ja irgendwas Neues zu sein, im Gegensatz zu Web 1.0. Ne?
Damals wusste man gar nicht, dass man Web 1.0 hat, jetzt hat man Web 2.0. Letztlich gibt es das so in dieser Form gar nicht. Das ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung gewesen von Internettechnologien hin zu der Möglichkeit, einfach Inhalte einzustellen ins Internet. Früher, in Anführungszeichen, im Web 1.0 war das so, dass man im Wesentlichen gelesen hat. Also nur wenige haben Informationen veröffentlicht, ganz viele haben Informationen gelesen. Also diejenigen, die das technische Know-how hatten, die einen Server hatten, die wussten, wie man HTML-Seiten schreibt und so, ja, die haben im Internet Informationen veröffentlicht, das waren wenige, und viele haben gelesen. Jetzt haben sich die Internettechnologien weiterentwickelt, dahingehend, dass man ohne technisches Know-how ganz einfach Inhalte ins Internet einstellen kann. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, was letztlich dazu führt, dass jeder publizieren kann. Und diese Internettechnologien haben dazu geführt, dass es neue Werkzeuge gab, die genau das genutzt haben. Wie beispielsweise Wikis. Wikis, ja, Wiki ist der hawaiianische Begriff, da heißt Wiki, Wiki, schnell, schnell, bedeutet, man kann einfach schnell Text ändern. Ne? Ich zeige gleich Wiki als ausführliches Beispiel. Wikipedia ist ein Wiki. Das wird auch öfter mal verwechselt. Ne? Wikipedia ist nicht das Wiki oder so, sondern es ist ein Wiki. Sie können genauso gut ein leeres Wiki aufsetzen, Schulwiki beispielsweise, und dort ähnlich arbeiten, wie man in Wikipedia arbeitet. Dann Weblog ist eine Plattform, Online-Tagebuch, wenn man so will, das chronologisch sortiert ist, die neuesten Beiträge zu oberst. Ein Wiki ist letztlich eine Plattform, mit der man gemeinschaftlich an Texten arbeitet, also kollaborative Textproduktion, während ein Weblog tendenziell eher so ein persönliches Medium ist, das persönliche Sprachrohr, in dem ich als Person immer wieder Artikel einstelle und andere können die lesen, können dazu aber auch kommentieren. So, und dann hier unten Twitter als Microblogging-System, so ähnlich wie ein Blog, also man kann Informationen schreiben, aber eben nur zeichenbegrenzt. Die SMS des Internet könnte man sagen, 140 Zeichen hat man zur Verfügung, mehr nicht, die aber nicht an eine einzelne Person geschickt werden, sondern die einfach jeder lesen kann. Also ich stelle die ins Internet, diese Zeichennachricht, und man kann dann andere Leute abonnieren und verfolgen und deren Texte lesen. Und hier Facebook als ein Beispiel für eine Social Media, eine Online-Community. Letztlich ist das alles Social Media deswegen, weil ich kann ja Inhalte einfach einstellen. Und dadurch, dass ich Inhalte einfach ins Netz einstellen kann, kann ich andere Menschen finden, die ähnliche Inhalte einstellen und mich mit denen vernetzen. Also ich weiß, ich finde Menschen mit gleichen Interessen. Deswegen Social Media. Oder hier nicht nur über Interessen, sondern ich kann mich auch mit Menschen vernetzen, die einfach meine Freunde aus dem echten Leben sind, in Anführungszeichen. Gut, gehen wir mal auf in die Wiki-Ecke. Ganz kurz, Wikis sind kollaborative Textsysteme, in denen man gemeinschaftlich an Texten arbeiten kann. Wikipedia ist so ein Wiki. Und hier habe ich jetzt einfach mal die Seite zur Bildung drauf gemacht. Ne? Also wenn man jetzt hier auf die Seite geht, weiß auch nicht jeder, kann man einfach ändern. Ne? Also ich sehe hier, oh Mensch, da ist irgendein Fehler, da sollte eigentlich ein anderes Bild hin, Humboldt, das ist jetzt so ein schönes Bild. Ne? Da gehe ich hier auf Seite bearbeiten, kann ich draufklicken hier oben und dann kommt der Editor, der geht auf und dann kann ich dann vorher vielleicht irgendein Bild hochladen und dann kann ich hier ein Bild verlinken und dann kann ich einfach das Bild ändern. Das Wilhelm von Humboldt hier gefällt mir besser. Ne? Kann man machen. Ich habe es natürlich nicht in Wirklichkeit gemacht. Wenn ich es gemacht hätte, es hätte wahrscheinlich keine Minute gedauert. Und es wäre wieder draußen gewesen. Weil Wikipedia relativ viele Administratoren lädt. Das sind Leute, die das Ganze überwachen. Da wäre so Schindluder nicht passiert. Okay, aber das ist ganz einfach zu ändern, so eine Seite. Und es ist tatsächlich auch so, mit Schülern würde ich nicht in Wikipedia arbeiten. Also nicht mit Schülern auf den Gedanken kommen, wir machen einen Beitrag in Wikipedia. Das mögen die auch nicht so arg, weil Wikipedia ist ja schließlich eine Online-Enzyklopädie. Man will eine gewisse Verlässlichkeit haben. Und wenn da Schülerinnen und Schüler drin arbeiten, sie wissen, wie diese Produkte im Zwischenstadium aussehen. Wenn dann Tausende von Menschen in Deutschland, jetzt bei der deutschsprachigen Wikipedia, da in den Zwischenprozess drauf zugreifen, das will man vermeiden. Also da gibt es aber andere Möglichkeiten. Wenn man ein Wiki nutzen will, ich zeige gleich, wofür man das nutzen kann, dann kann man ein eigenes Schul-Wiki aufsetzen, wenn man einen eigenen Schulserver hat, oder man kann sich irgendwo ein Wiki mieten und kann dann dort in einem leeren Wiki anfangen zu arbeiten. Das ist wie so eine leere Tafel, in der man dann gemeinsam schreiben kann. So. Ich stelle jetzt kurz ein Schulwiki vor, und zwar das Schulwiki der Freien Schule Lernzeiträume. Das ist eine Schule in Dossenheim, bei der ich
mit Medienprojekten involviert bin. Also es ist eine Schule, die sehr offen ist für neue Ideen und hat mir die Möglichkeit gibt, dort mit Schülern gemeinsam zu arbeiten und mit den Lehrern dort gemeinsam, die auch sehr interessiert sind an neuen Medien und da gerade dabei sind, ganz viel umzusetzen. Und ja, wir haben da so ein Schulwiki einrichten lassen von der Zentrale für Unterrichtsmedien, ZUM. Kennt vielleicht der eine oder die andere ZUM, Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet. e.V. ist ein Verein von Lehrerinnen und Lehrern für Lehrerinnen und Lehrer, die ja, da letztlich ehrenamtlich ganz viele Unterrichtsmedien zur Verfügung stellen und auch solche Umgebungen. Da habe ich darum gebeten, dass man ein Schulwiki einrichtet auf den ZUM-Servern. Und das war dann Lehreres-Wiki. Und was haben wir da gemacht? Wir haben angefangen mit einem Mittelalterprojekt. Und zwar der Geschichtslehrer, der Axel Ohnesorge, der hatte folgende Idee. Er will die Schüler wissenschaftlich arbeiten lassen. Und zwar wissenschaftlich in dem Sinne, dass sie Primärliteratur lesen zum Mittelalter. Also nicht jetzt mittelalterliche Literatur, sondern Primärliteratur übers Mittelalter, wissenschaftliche Literatur, Bücher übers Mittelalter und so weiter, hat die Schüler lesen lassen und zusammenfassen lassen. Und die Idee war jetzt, dass das eben nicht nur passiert auf so einem Text, der ausgedruckt wird und dem Lehrer gegeben wird, sondern dass das auch im Internet steht als virtuelle Mittelalterbibliothek. Mit dem Hintergrund, ich bin motivierter, einen Text zu verfassen, bei dem ich weiß, den können vielleicht ganz potenziell ganz viele Menschen lesen, als nur der Lehrer. Und die Gefahr, Copy und Paste zu entdecken, ist auch größer, wenn mein Text im Internet steht, als wenn ich es nur dem Lehrer ausgedruckt in die Hand drücke. Ja? Also ich muss auch richtig sorgfältig arbeiten, wenn ich einen Text produziere, den andere lesen. Das heißt, wenn ich einen Text produziere, der später dann hier in dieses Wiki eingestellt wird, dann muss ich auch dafür sorgen, dass die Informationen richtig sind, weil ganz viele andere Menschen das lesen können und dann sich vielleicht aufgrund meiner Fehlinformationen fehlinformieren und dann falsche Informationen weitertragen. So. Wir haben hier so Forschungsprojekte gehabt zum Thema Bauwerke, Essen und Trinken, Mädchen und Frauen im Mittelalter, Folter, Liebe und Familie und so weiter. Die Themen haben sich die Schüler selbst gesucht und in kleinen Gruppen dran gearbeitet. So, und in kleinen Gruppen haben sie diesen Text verfasst, diese Texte. Ich zeige hier mal so einen Text, hier zum Beispiel Mittelalter-Wikiprojekt, Schritt um eine Burg zu bauen. Da wurde aufgeschrieben, wie man eine Burg baut und ein Foto geschossen von so einer Spielburg, die da auch stand in der Schule. Und das Ganze wurde miteinander kombiniert. Weiterer Vorteil von Wiki ist, die Schüler können da gemeinsam an einem Text schreiben. Sie müssen jetzt den Text nicht aufteilen, sondern sie schreiben gemeinsam an einem Text und können das von überaus alle aus machen. Also Schüler haben auch von zu Hause an diesem Text weitergearbeitet und gesagt haben, ich will den Text jetzt fertig machen. Und man kann sich gegenseitig korrigieren. Also wenn einer was geschrieben hat und ein anderer sieht es, dann kann er einfach auf Bearbeiten gehen, korrigiert, speichert und dann ist der Fehler korrigiert. Ein weiterer Vorteil von Wikis für so eine Textproduktion ist, dass man als Lehrer immer und überall sieht, wo die Schüler gerade stehen. Also man sieht sofort, das war ein Projekt, das ging über mehrere Wochen hinweg. Ja? Und da sieht man sofort, wie ist der Textstand aller Gruppen. Und zu jeder Seite in dem Wiki gibt es auch eine Diskussionsseite. Und der Lehrer hat Folgendes gemacht. Der hat immer auf diese Diskussionsseite eine Rückmeldung geschrieben. Ne? Deine Seite ist fast fertig. Du könntest den Schluss deiner Einleitung noch etwas bearbeiten und die Rechtschreibfehler verbessern. So. Also mehrere Rückmeldungen über diesen ganzen Zeitraum. Dann ist an dem Wiki praktisch, dass man sieht, was hat sich geändert. Also alle Versionen sind gespeichert. Man weiß, kann ganz genau sehen, wie sah die Seite aus am 12. März 2013 um so und so viel Uhr. Und man kann nicht nur sehen, wie sah sie aus, sondern man kann sie auch mit einer anderen Version vergleichen. Man kann zwei beliebige Versionen vergleichen und sieht dann hier, was sich geändert hat. Also hier hat zum Beispiel Schwierigkeit klein geschrieben, in Schwierigkeit groß geschrieben geändert. Also Rechtschreibkorrektur wird ziemlich offensichtlich, ne? Wenn ein Schüler über den Text eines anderen Schülers drüber geht. Wir haben das oft so gemacht, dass wir gesagt haben, 45 Minuten haben wir Zeit. Die letzten 10 Minuten stoppt ihr mit eurem Text und guckt euch einen Text von jemand anders an. Es wurde dann einfach verteilt und korrigiert. Das heißt, Schüler sind dann über die Texte der anderen Schüler drüber gegangen, haben Rechtschreibung korrigiert, abgespeichert und der Schüler, der korrigiert wurde, kann dann sich einfach die beiden Versionen vergleichen und sehen, was war falsch. Das ist eine relativ konstruktive Art der Verbesserung. Die steht nicht falsch am Rand oder so, sondern wird einfach verbessert. Danach ist es richtig und man kann trotzdem noch nachsehen, was wurde verbessert.
Dann kann man Quizaufgaben in so ein Wiki einbringen. Quizaufgaben. Ketzer sind Menschen, die nicht so, und da ist hier so eine Lücke, wie die, Lücke, Lücke und so weiter. Ne? Und dann muss man hier das reinziehen. So. Die Schüler haben Quizaufgaben erstellt für diejenigen Leute, die ihre Texte lesen, ob sie die denn auch verstanden haben. Und die mussten sich also eine Überprüfung überlegen, was muss man eigentlich gelernt haben, wenn man diesen Text gelesen hat, und konnten dann solche Aufgaben hier stellen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, also einmal hier so Lückentexte, Multiple-Choice-Aufgaben, dann so Schüttelwörter, da sind die Buchstaben durcheinander geworfen, da muss man versuchen, die richtig reinzuschreiben, oder man kann auch so Kreuzworträtsel erstellen, ganz einfach. Ja? Und Wiki hat den Vorteil, man kann, na, wenn ich auf eine Wiki-Seite gehe und sehe, oh, ich suche ein Kreuzworträtsel, hätte ich gerne, dann nimmt man das, kopiert den Code in seine Seite und ändert den dort. Und da ist Copy und Paste erlaubt, also nicht Inhalte kopieren, sondern Strukturen kopieren. Ich will dieses Kreuzworträtsel auch bei mir haben mit anderem Inhalt. Ich kopiere mir das Kreuzworträtsel und ändere das. Ganz einfach. Haben Schüler, also ich habe 10 Minuten, ich habe es einmal gezeigt. Das ging. So, warum sollte man das machen? Nochmal zur Erklärung, also nochmal ein paar Motive, Produktrelevanz, wenn ich weiß, dass das, was ich produziere, nicht nur für den Papierkorb ist oder nicht nur für das Lehrerpult oder so, ja, sondern andere Menschen was damit anfangen können, bin ich mehr motiviert. Mehr hat relativ gesehen. Ne? Das war ein anderes Beispiel, da haben Studierende von mir in Ludwigsburg damals mit einem Lehrer in Tübingen gemeinsam in Typedia gearbeitet. Es gibt auch Stadtwikis oder Regio-Wikis, sagt man dazu, regionale Wikis, die noch ein bisschen mehr Informationen über eine Region beinhalten als Wikipedia. Also Wikipedia steht jetzt nicht die Geschichte von der Sowieso-Straße in Heilbronn drin. Das wäre ein bisschen zu detailliert, aber in dem Regio-Wiki durchaus, sodass man mit Schülern auch, wenn man lokal die Gegend erforscht, erkundet, etwas an Informationen sammelt über den Ort, über die Gegend, kann man die von Schülern auch in so ein Wiki eintragen lassen und hätte noch gleichzeitig etwas in dieses Community-Projekt beigesteuert, die oft auch ehrenamtlich sind, so nach dem Motto, es wäre schön, wenn die Menschen der Region auch hier die Informationen über die Region sammeln. Gut, das war jetzt Typedia-Wiki, es gibt auch Rhein-Neckar-Wiki, habe ich gefunden. Es gibt leider kein Heilbronn-Wiki, aber vielleicht hat jetzt ja jemand Lust. Gut, dann Öffentlichkeit als Motivation. Das, was ich mache, ist öffentlich einsehbar. Das heißt, ich muss sorgfältig damit umgehen und habe damit auch gleichzeitig einen Kontext in der Schule, bei dem ich diesen Umgang mit der Öffentlichkeit üben kann. Ich kann den Umgang mit der Öffentlichkeit ja nicht einfach nur theoretisch bearbeiten, sondern ich gehe mit meinen Schülern in die Öffentlichkeit, hat natürlich auch ein gewisses Risiko dabei, ne, können wir gleich drüber reden, aber damit kann ich auch üben, wie man da umgeht oder wie man da agiert. So. Hier ist ein Beispiel, ein Blog-System ist das jetzt, junge Kritiker des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Bonn. Die haben Folgendes gemacht, unter dem Motto, schockt eure Eltern, empfehlt ein Buch, haben sie gelesen und rezensiert, Rezensionen geschrieben über Bücher und das online gemacht. Auch die Motivation, meine Rezension schreibe ich nicht einfach nur so für die Klasse oder so, sondern ich schreibe die Rezension für Käufer dieses Buchs oder für potenzielle Käufer. So. Das ist ziemlich eingeschlagen in der Gegend dort. Also die wurde richtig publik. Die haben produziert, Rezensionen produziert und so weiter und die Menschen haben es gelesen und es stand in der Presse, dann sind Autoren gekommen, haben da Vorträge gehalten mit den Schülern. Die lokalen Buchläden haben Regale aufgestellt in der Schule, in Bücher reingestellt, immer die neuesten, so nach dem Motto, bitte rezensiert diese Bücher. Ja, also, und das hat natürlich die Schüler relativ motiviert zu lesen. Also Computer benutzen bedeutet nicht lesen, ne, sondern die haben gelesen, um etwas zu produzieren fürs Internet. So. Dann kann man die nutzen für Input von außen. Sie müssen das alles nicht lesen können. Ich rede genug darüber, ich sage, was da steht, aber es ist schwer größer zu machen, beziehungsweise einfach viel Text. Klassenweblog 8b, die Mandy Schütze hat mal in einem Ethikunterricht mit einer Schulklasse die Frage, also einen Ethikblog aufgesetzt, wo nicht jeder Schüler einen Blog hatte, sondern nur sie hat geschrieben, hat aber die Möglichkeit gegeben, für Schüler und für Menschen von außen zu kommentieren. So. Was hat sie hier gemacht? Eine Frage gestellt, es gibt keinen beziehungsweise einen Gott, weil... Ganz offene Frage oder Aussage, die man vervollständigen sollte. Das hat sie in ihre Schüler gegeben und hat es aber auch in ihren sozialen Netzwerken verteilt. Sie als Lehrerin ist sehr vernetzt in Twitter, Facebook und so weiter. Hat gesagt, guck mal hier, ich bin mit meinen Schülern hier, ich habe die Frage gestellt, schreibt da mal was rein. Und dann kamen die Ersten, haben reingeschrieben,
Es gibt einen Gott, es gibt keinen Gott, weil und so weiter. Und dann mussten die Schüler darauf reagieren. Also sie mussten sich mit Argumenten auseinandersetzen, die von außen reingetragen wurden. Und da konnte man natürlich mal so ein Argument nehmen im Unterricht und sagen, guck mal hier, der Peter Müller, der hat das und das geschrieben, was sagt ihr denn dazu? Und dann haben die was dazu gesagt und dann haben sie geantwortet. Und da kann man eine schöne Kommunikation mit Menschen von außen machen. Und ja, muss ich argumentativ nicht auch nicht künstlich mit Argumenten auseinandersetzen. Also es gibt Menschen, die dieses Argument haben und die muss ich von was überzeugen oder ich muss ein Argument widerlegen oder stützen und so weiter. So, und Austausch und Wiederverwertung, das Regio Montanus Gymnasium in Haßfurt, da sind zwei Lehrerinnen oder mehrere Lehrer mittlerweile, insbesondere aber Maria Eirich und Andrea Schellmann, die das ja gestartet haben. Die sammeln all ihre Aufgaben in diesem Wiki, also Matheaufgaben, gerade solche Quizaufgaben, die Sie vorhin gesehen haben, aber auch nicht nur Quizaufgaben, sondern Matheaufgaben, GeoGebra, Applets, alles wird in dieses Wiki einfach reingeschrieben und man kann es dann immer wieder ziehen, rausziehen, Jahr für Jahr. Ja, gut, das kann man auch mit einem Ordner machen, den man zu Hause hat. Da hat man aber die Möglichkeit, wenn mehrere Lehrer das machen, also dieses auch als Materialsammlung nehmen, dann kann ich einfach beim Kollegen mal gucken, eine Aufgabe nehmen, kopieren, bei mir reinkopieren und ändern. Relativ einfach, ohne jetzt noch von ihm irgendwie die Word-Datei zugeschickt zu bekommen oder so. Gut, wie kann man in so ein Wiki einsteigen? Ich habe mit Schülern mal Folgendes gemacht, Tafel-Wiki, also völlig ohne Informationstechnologie. Ja, ist ja schön, wenn man mal so anschaulich einsteigt, ohne Technik. Ja. Tafel-Wiki, da gab es so eine Regel, ne? Ich habe einen großen Schaumstoffwürfel dabei gehabt. Wenn man eine 1, 2 oder 3 würfelt, durfte man einen Satz an die Tafel schreiben. Wenn man eine 4 gewürfelt hat, muss man was wegwischen. Wenn man eine 5 gewürfelt hat, musste man was Richtiges falsch machen. Wenn man eine 6 gewürfelt hat, musste man was Falsches richtig machen. So, ne? Und dann haben sie hier geschrieben über Piraten oder stand irgendwann an der Tafel, kann ich gar nicht, Piraten sind Räuber, Piraten haben keine Zähne, Piraten haben einen Elefant auf der Schulter und so weiter. Ne? Also sieht man sozusagen den Prozess dieser Textänderung und es wird deutlich, okay, in einem Wiki kann wirklich jeder ändern und schreiben und das, was drinsteht, muss nicht unbedingt richtig sein, man kann es aber richtig machen und so weiter. Ne? Also da kann man das Prinzip sehr schön erklären ohne Technologie. Ganz wichtig, wenn man mit Schülern im Wiki arbeitet und gerade dann auch, wenn es ein öffentliches Wiki ist, ist, dass man eine Abmachung mit den Schülern trifft. Und genau das ist so eine Abmachung, die ich vorhin meinte, im produktiven Kontext auch diese kritischen Punkte ansprechen. Also ich habe alle Schüler unterschreiben lassen, ich verspreche mich im Wiki zu benehmen. Ich werde dort niemanden beschimpfen oder ärgern, ich behandle alle Teilnehmer im Wiki respektvoll. Ich verspreche im Wiki keine persönlichen Daten zu veröffentlichen. Ich werde dort nicht meine echten Namen, meine Telefonnummer oder gar meine Adresse veröffentlichen. Also die Schüler haben immer unter einem Nickname gearbeitet, nicht unter dem richtigen Namen. Das ist datenschutzrechtlich schwierig, also keine persönlichen Daten ins Internet stellen von Schülern. Ich verspreche Texte nicht einfach per Copy und Paste von anderen Webseiten oder aus Büchern zu übernehmen. Ich formuliere meine eigenen Texte. Und ich verspreche beim Einstellen von Bildern das Urheberrecht zu beachten. Wenn ich mir unsicher bin, frage ich meinen Lehrer. So, das haben sie unterschrieben. Bevor man es unterschreibt, diskutiert man es natürlich. Warum ist das so? Also warum darf ich nicht mit meinem richtigen Internetnamen da auftreten? Und warum soll ich meine Adresse nicht da reinschreiben? Und dann kann man das mit Schülern diskutieren. Und genauso haben wir als Lehrer versprochen, sie zu unterstützen. Und auch außerhalb der Schulzeit online im Wiki zu helfen, wenn ein Problem da ist und als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Also es war wirklich so eine Abmachung zwischen zwei Parteien und die Schüler, mit den Schülern konnte man nochmal diskutieren, warum man das alles nicht darf. In der ersten Woche haben wir das gemacht. Unter der Woche stand auf einer Benutzerseite vom Schüler, du Depp. So, ne? Okay, wir haben es doch gerade besprochen, Leute. Jetzt steht da du Depp auf der Benutzerseite. Es war eine tolle Gelegenheit, in der nächsten Woche nochmal in der Klassenkonferenz zusammenzukommen und nochmal zu besprechen, also passt mal auf. Da hat irgendjemand du Depp hingeschrieben, er wusste nur noch, was war. Ne? Schüler haben gemerkt, oh, man sieht's. Also es ist nicht so, dass das heimlich bleibt, sondern na, als Lehrer, wenn man so ein Wiki überwacht, dann sieht man einfach alle Änderungen. Muss man natürlich, ja, man muss alles, das ist sozusagen auch das Problem dabei, es ist zeitaufwendig, also man muss wirklich alle Änderungen überwachen und gucken, was passiert da. Mit der Zeit kriegt man Routinen und stellt fest, da passiert nichts Schlimmes oder so, wenn man seine Gruppe hat und weiß, okay, das ist jetzt in Ordnung. Aber am Anfang muss man auch sehr stark das Ganze überwachen. Und die Schüler wussten, okay, man darf es nicht. Also man merkt vor allem alles. Ich als Administrator, also wenn man in so einer Umgebung arbeitet, muss man auch alle Rechte haben als Lehrer, muss also auch die Daten wieder löschen können. Ich habe das gelöscht, also richtig gelöscht, es war weg. Und dann haben wir darüber gesprochen und seitdem ist nie wieder was passiert. Vielleicht muss man es einmal passieren lassen. Okay, Praxistipps, Eltern mit ins Boot holen, ganz wichtig, unterschreiben lassen, dass das alles in Ordnung ist, unterstützt wird, dass man selbst aufpasst, dass die Schüler im Internet arbeiten und warum das so ist und warum das gut ist.
10 Minuten gegenseitiges Korrigieren am Ende der Stunde, das habe ich gerade schon erläutert. Rechtschreibkorrektur und Textverarbeitung, das war eine Idee, auf diesen Schüler gekommen. Das Wiki selbst hat keine Rechtschreibkorrektur. Also was macht man, wenn man Rechtschreibkorrekturen will? Man nimmt den Text, kopiert ihn in Word, lässt da die Rechtschreibkorrektur drüber laufen, kopiert ihn wieder zurück. Okay, das war so eine kreative Lösung von Digital Natives. Ja. Und überwache mit RSS-Feeds. Also man kann als, also man muss als Lehrer, wenn man in so einer Umgebung ist, überwachen. Ja, jetzt nicht im negativen Sinne, sondern naja, man muss halt aufpassen, dass keine Urheberrechtsverletzung oder ähnliches passieren. Und wenn ein Bild hochgeladen wird, das urheberrechtlich geschützt ist, muss man es halt sofort wieder löschen. Ist klar. Einhalten der Abmachung, ganz wichtig, Medien- und Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte. Und wenn man als Lehrer jetzt sagt, okay, es ist mir zu riskant, das will ich lieber doch nicht machen oder so, man muss ja auch nicht gleich ins Öffentliche gehen. Ne? Man kann auch erstmal im Intranet oder schulintern in so einer Umgebung arbeiten. Man verliert dabei natürlich diese Motivation der Öffentlichkeit. Okay, alles hat Vor- und Nachteile. So, zweites Szenario, Flipped Classroom, umgedrehter Unterricht. Das ist etwas, das jetzt eher auf der Medienseite anzuordnen ist, weniger auf der Werkzeugseite. Ja, wie bin ich auf dieses Thema gestoßen? In meinen eigenen Vorlesungen. Jetzt gehen wir mal, verlassen wir mal kurz die Schule, gehen in die Hochschule. Das ist so eine Mathevorlesung, so eine grundständige Einführungsmathevorlesung, erstes Semester, die ich jedes Semester halte. Jedes. Es gibt ein paar Probleme bei Vorlesungen. Ne? Das ist jetzt wirklich also so 90 Minuten Vortragsvorlesung. Es geht nicht dozentenzentrierter als das. Ja? 90 Minuten Vortrag und Sie gehen am Schluss da raus und denken, oh, super, heute Beweis gemacht, toll, fertig geworden. So 90 Minuten, grandioser Beweis, aber da drin hat eigentlich gar niemand irgendwas verstanden. Das kann passieren. Ne? Vielleicht haben zwei, drei eine Frage gestellt, haben gedacht, ah oh, ja, da können alle folgen und so. Aber vielleicht waren es die zwei, drei einzigen, die irgendwie überhaupt folgen konnten. Ja? Und selbst die hatten noch Fragen. Also, schwierig, Rückmeldung zu kriegen, wer etwas verstanden. Und als Student ist es so, wenn man da sitzt und zuschaut, ne, dann steigt man halt manchmal aus. Also man kommt an eine Stelle, wo man sagt, oh, jetzt bräuchte ich aber nochmal 5 Minuten, um mich das nochmal selbst nachvollziehen zu lassen, bevor es weitergeht. Die hat man aber nicht. Da vorne geht es weiter. So. Ich habe was nicht verstanden, ich komme nicht mehr rein. Einzige Chance, mitschreiben. Ohne denken, mitschreiben. Zu Hause hinsetzen, versuchen nochmal nachzuvollziehen. Ganz typisches Phänomen. Da wollte ich ran, das hat mich gestört. Und da bin ich auf ein Konzept gestoßen, das Flipped Classroom heißt. Ganz toller Name, uraltes Konzept. Ich sage auch gerade gleich, warum. Wie heißt dieses Konzept Flipped Classroom? Ist entwickelt worden von, also benannt worden, muss man vielleicht sagen, von einigen, von Samson Berkman in den USA. Es gibt noch andere, die haben es anders genannt, Inverted Classroom, umgedrehter Unterricht, gibt es zig Benennungen. Ja. Was ist der Ausgangspunkt? Vorlesung, sage ich jetzt mal, also wenn wir in diesem Kontext bleiben. In der traditionellen Vorlesung kommen alle zusammen, um den Input zu empfangen. Anschließend gehen sie nach Hause, um dort mit den Problemen alleine zu sein. Man kann sich fragen, warum muss man heute eigentlich zusammenkommen, 300 Leute, 200 Leute, um sich hinzusetzen und auf Empfang zu schalten? Das ist Quatsch. Was Aufwand. Ja? Und dann gehen sie alle nach Hause und müssen selbst alleine versuchen, mit dem Stoff zurechtzukommen. Jetzt mal auf wirklich absolut traditionellen Unterricht übertragen. Es macht keiner mehr so einen Unterricht, hoffe ich, oder geht man aus, oder selten. Ja? Aber 45 Minuten Frontalunterricht, Schüler gehen nach Hause, machen Hausaufgaben. So, ne? Extremfall. Ist genau das Gleiche. Ja? Lehrervortrag und anschließend muss man zu Hause Aufgabe A bis D, Aufgaben 2 bis 5 machen oder so. Ja? So, die Idee beim Flipped Classroom ist jetzt, das Ganze umzudrehen und zwar überwiegend mittels von Videos. Also ich mache Folgendes, ich zeichne alle meine Vorlesungen auf Video, stelle die auf YouTube hoch und sage dann den Studierenden, bitte schauen Sie sich die Videos an in Vorbereitung auf die Vorlesung. Also schauen Sie sich die Vorlesung vor der Vorlesung an. Das führt dazu, dass die Studenten zu Hause die Möglichkeit haben, sich die Videos anzugucken, den Professor zu stoppen, zurückzuspulen, nochmal anzugucken, Pause zu machen, aufs Klo zu gehen, wiederzukommen, zu sagen, nee, heute nicht mehr, morgen mache ich weiter. Ja, also im eigenen Tempo letztlich diesen Stoff aufarbeiten, um dann in die Schule zu kommen, in die Hochschule zu kommen, um dann Fragen zu besprechen. Die kommen dann mit Fragen an. Wir besprechen Fragen, wir gehen vertieft auf bestimmte Aspekte ein. Ich habe noch ein paar neue Aufgaben in petto, falls keine Fragen da sind, die wir gemeinsam bearbeiten. Also gemeinsam
Aufgaben sprechen, in Interaktion kommen. Dafür kommt man zusammen. Ja, also man kommt zusammen, um miteinander was zu tun. Das ist der Wert von Präsenz. Von gemeinsamer Präsenz, miteinander in Interaktion zu geraten. Input, damit beschäftige ich mich lieber allein, weil da brauche ich meine eigene Zeit. Das ist die Idee dahinter. Und ich habe vorhin gesagt, das Konzept ist gar nicht neu, ist es auch nicht. Das ist uralt. Ja. In Deutsch, in Sprachen, in Gesellschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften immer schon gehabt. Bitte lesen Sie den Text sowieso und nächste Woche im Seminar reden wir drüber. So. Aber nicht in Mathematik, nicht in Physik, nicht in Ingenieurswissenschaften, nicht in Informatik, weil man da das Gefühl hat, Text lesen vorher hilft nicht. Ja. Man geht über so einen Text relativ schnell drüber, man hat die Illusion des Verstehens, ah ja, alles klar und so weiter, und dann kommt man, hat aber trotzdem nichts verstanden, weil man nicht das Wichtige zwischen Zeile 2 und 3 im Beweis, ne, da muss man sich 10 Minuten mit befassen, um das wirklich nachzuvollziehen und zu sagen, okay, das ist der Grund, warum dieser Beweisschritt funktioniert. Man liest einfach drüber und sagt, ja okay, und dann kommt man und kann es nicht anwenden. So. Video ist ein tolles Medium, gerade für diese mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer, weil man Prozesse zeigen kann. Ich kann als Experte den Lösungsprozess zeigen. Und zwar nicht nur die Problemlösung, sondern ich kann zeigen, wie ich daran gehe. Ich schreibe was an die Tafel und sage, wie gehe ich da dran? Ne? Und dann mache ich irgendwas und dann mache ich einen Fehler und dann wische ich es wieder weg und dann gehe ich in eine Sackgasse und dann überlege ich gemeinsam mit den Studenten im Hörsaal, wie kann man das besser machen, und das Ganze wird aufgezeichnet und dieser Problemlöseprozess steht online, nicht die Lösung. So, ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, wie so ein Video aussieht. So, jetzt muss ich überlegen, wie ich das machen wollte mit dem Wechsel hier. So, wollte ich das machen. Das ist so ein typisches Video. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Nicht erschrecken vor allem. Also. So. So. Passen wir mal auf. Beschäftigen wir uns mal weiter mit diesen komischen, unendlichen, aber periodischen Kettenbrüchen. Ne? Nehmen wir mal den hier. 3, Semikolon und dann Periode 6. Ja, also Periode 6 im Sinne von, was ist das hier? Das ist die 3 plus 1 durch, und jetzt kommt es, 6 plus 1 durch 6 plus 1 durch 6 plus 1 durch 6 und so weiter. Ne? Hört nie auf. Sie wissen nicht, was da am Ende kommt. Okay? Sondern das hört nie auf. Das geht ewig weiter so. So. Was ist das für eine Zahl? Ich hätte gerne den Wert dieser Zahl. Okay, Sie sehen, wie habe ich die Dinger produziert? Also ich habe einmal nochmal eine richtige Vorlesung gehalten. Ich habe mich hingestellt, in den Hörsaal, Vorlesung gehalten. Studentischer Mitarbeiter steht im Hörsaal mit einer Videokamera, so wie jetzt hier. Und das alles wird einfach aufgezeichnet, nachmittags in 10, 15 Minuten Häppchen geschnitten, hochgeladen, fertig. Ohne große Postproduktion, ohne Räusperer rausschneiden, Fehler sind drin vielleicht noch. Ja. Also natürlich versucht man keine Fehler drin zu haben, aber manchmal sind halt Fehler drin. Die werden dann anschließend in YouTube kommentiert und dann korrigiert man es da als Text oder kann in YouTube so kleine Sprechblasen reinbringen. Wenn ich einen Fehler merke, ich habe irgendwas falsch gesagt, dann kommt da eine Sprechblase rein. Mehr Konzentration bitte, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen oder so. Ja. Oder noch besser, was ist hier falsch? Ja? Ja. Ich habe einen Fehler eingebaut hier, absichtlich, genau, ja. Ja, warum nicht? Ne? Also an der PH studieren Lehramtsstudierende. Wir wollen ja eigentlich immer vermitteln, dass Fehler als Lerngelegenheit begriffen werden, dass man in Lernsituationen Fehler machen darf und dass es da gut ist. Ja? Und es wäre schlimm, wenn wir trotzdem an uns selbst dann in Anspruch stellen, immer fehlerfrei zu sein, sondern nee, Fehler sind okay und dann diskutieren wir die und so ein Fehler ist ja auch ein Wert an sich. So, okay. Jetzt gehen wir mal weiter hier zurück, ein anderes Video. So, jetzt ist es natürlich so, jetzt gehen wir mal so langsam in den Schulkontext, es ist immer noch Hochschulkontext, man wird jetzt nicht in der Schule so ein Video aufzeichnen, ne? Da sind auch Schüler drauf und so, das darf man nicht. So. Also gibt es eine andere Möglichkeit, die ein bisschen aufwendiger ist, also zeitaufwendiger, weil man sie separat produziert in der Regel. Man kann es auch im Unterricht selbst machen oder im Hörsaal, aber ja, in der Regel wird man das alleine zu Hause machen mit einem Bildschirmvideoprogramm, das ich jetzt gerade auch parallel laufen lasse während dem ganzen Vortrag. Sie sehen, ich habe hier nicht nur das Mikro für den Raum, sondern ich habe noch ein anderes Mikro, das in den Rechner hier reingespeist wird. Also ich zeichne gerade alles auf, was ich sage,
und nehme gerade alles auf, was auf dem Bildschirm passiert. Ich habe am Anfang gestartet und seitdem läuft die Aufnahme hier parallel von dem mit, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, mit meinem Audiosignal. Heute Abend werde ich das Ganze abspeichern, auf YouTube hochladen, fertig, dann steht es da. Ja, und dann kann ich immer wieder, brauche ich den Vortrag nie wieder halten. So. Okay, jetzt zeige ich Ihnen nochmal, wie das jetzt in der Mathematik aussehen könnte hier. Oh, das ist aber klein. Naja. So, okay, krempeln wir mal die Ärmel hoch, würde ich sagen, und machen wir mal einen Teilbarkeitsbeweis. Ja, und zwar folgenden. Für alle A, B vom Typ Z gilt. Sehen, ich schreibe hier auf dem Laptop, das ist so ein Laptop, da kann man den Monitor drehen. Ich mache es jetzt nicht, weil ich weiß nicht, was jetzt passiert. Also kann man den Monitor drehen, hat man einen Stift da, mit dem man auf dem Monitor schreibt. Und dann kann man dazu einfach reden. Ich drücke mal kurz Pause. So. Nicht mit der Maus schreiben wollen. Das wird nichts, das sieht ganz schlimm aus. Also man braucht so einen Stift. Und es gibt so Grafiktablets, die man neben hinlegt. Das ist auch ganz okay, aber schwierig, weil man sieht nicht, wo man schreibt. Also man schreibt rechts, aber sieht links. Besser ist direkt auf dem Monitor zu schreiben, also so einen Laptop zu haben. Ich weiß nicht, ob Sie Jörn Lowischach kennen. Das ist auch so ein YouTube-Mathematik-Professor, unendlich viele YouTube-Videos zur Mathematik. Von dem habe ich diese Technik. Der schreibt da drauf und erzählt was dazu. So. Dann kann man die Webcam einbinden oder nicht. Ich habe mal rumgefragt, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Die einen sagen, ja, ganz wichtig, da fühlt man sich persönlich angesprochen. Die anderen sagen, nee, Quatsch, weg damit. Es geht um den Inhalt, nicht um die Person. Ich mache es manchmal, manchmal nicht. Je nachdem, ob ich die Haare gewaschen habe oder nicht. Ja. So. Bin ich jetzt hier drauf? Ja, jetzt gucke ich gerade nochmal hier. So, jetzt waren zwei Beispiele aus dem Hochschulkontext. Jetzt zeige ich Ihnen nochmal hier von der Birgit Lachner ein Beispiel. Die ist Chemielehrerin und die macht das auch so ähnlich. Die verwendet jetzt, ich habe jetzt Camtasia verwendet, das ist ein Programm, das kostet was. Es gibt aber auch kostenlose Programme, wie Screencast-O-Matic. Sucht euch das heraus, was am schwierigsten geht. Und das ist ganz sicherlich, wenn man hier nach den Zahlen schaut, das Ausgleichen vom Sauerstoff, denn 2 und 3 ist etwas anderes, als wenn ich hier einfach eine 2 hinten dran schreibe. Also überlegen wir uns, wie können wir den Sauerstoff ausgleichen. Hiervon habe ich 2 Stück und auf der rechten Seite 3 Stück. Also ist klar, worum es geht, ne? Da können wir mal Pause machen. So, die macht sowas für Chemie und stellt es online als Erklärung auf YouTube. Jetzt kann man sich fragen, was ein Quatsch, ich unterrichte ja gar nicht so, ja, ich unterrichte ja gar nicht frontal und erkläre die ganze Zeit was, naja, aber manchmal erklärt man halt schon was. Ne? Und warum nicht die Erklärung, die man macht, auch mal aufzeichnen und den Schülern zur Verfügung stellen? Also wenn man was nicht verstanden hat, kann er sich zu Hause von mir aus nochmal angucken. Oder vor der Klausur nochmal angucken. Oder in einem Jahr nochmal angucken. Ne? Lehrerin hat zu mir neulich gesagt, immer wieder muss ich Schülern erklären, was ein Vektor ist. Ja? Immer wieder. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss immer wieder was erklären, dann zeichne ich es auf und sage, ich weiß nicht, was ein Vektor ist, hier ist der Link. Ja, da habe ich es erklärt. Extremfall. Ja? Oder ja, man geht rum, bei Schülern sieht, okay, du hast da noch Probleme, oder das haben wir doch letztes Jahr schon gemacht, ne? Hast du vergessen, wie es geht, schau dir das nochmal an. Ich muss es nicht nochmal erklären. Und wenn ich mich aus der Erklärposition rausnehme, habe ich mehr Zeit, um individuell zu betreuen. Also eigentlich ist es ein Konzept, um mehr Schülerzentrierung ins Klassenzimmer zu holen, wenn man, das ist die Voraussetzung, wenn man Phasen hat, in denen man viel erklärt und das Gefühl hat, eigentlich möchte ich das jetzt nicht erklären. So, wenn man dieses Gefühl hat, ist das eine ganz gute Möglichkeit, so Erklärungen auszulagern. Wenn man einen schülerzentrierten Unterricht macht ohne Erklärung, weil alle sich handlungsorientiert die Dinge selbst entdecken, brauche ich das nicht. Ja? Dann mache ich das nicht. So. Aber na, wenn ich mal was erklären will oder eine Erklärung habe oder eine gute Erklärung habe, wo ich sage, eigentlich möchte ich den Schülern zur Verfügung stellen und zwar nicht nur einmal halten oder wiederhalten, sondern für immer zur Verfügung stellen, dann zeichne ich die auf.
Und Screencast-O-Matic ist ein Tool, da muss man nicht mal was installieren. Das kann man im Webbrowser verwenden. Geht man auf die Seite Screencast-O-Matic, drückt auf Aufnahme, hat eine PowerPoint-Präsentation, in der man was zeigt, redet dazu, speichert es ab, lädt es hoch, fertig. Kostet nichts. Mit ein bisschen Übung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, jetzt von der Einfachheit. So. Und jetzt noch ein letztes Video, gerade um mal diese PowerPoint-Geschichte zu machen. Also gerade das, was ich jetzt hier mache, ne, ist ja so eine PowerPoint-Sache, oder PowerPoint ist jetzt ein alternatives Folienpräsentationsprogramm. Jetzt hier Daniel Bernsen ist Geschichtslehrer. Im 3. Jahrhundert erlebte das Römische Reich zahlreiche Krisen. Es kam unter anderem zu mehreren Einfällen germanischer Kriege an den nördlichen und östlichen Grenzen. So wurde zum Beispiel das antike Trier im Jahr 275 nach Christus von Franken und Alemannern erobert und geplündert. Der neue Kaiser Diokletian bemühte sich durch eine Reform des Reiches, dieses zu sichern. Er unterteilte das Römische Reich in vier Teile. Das so geschaffene Herrschaftssystem wird auch Tetrarchie. So, okay, also man kann einfach so eine PowerPoint-Präsentation oder Folienprogrammpräsentation anfertigen und dann ablaufen lassen, also so würde man jetzt hier präsentieren, dazu reden und aufzeichnen und hochladen. Sie sehen, hier wurden ganz viele Bilder verwendet. Natürlich muss man da mit Urheberrecht aufpassen. Ne? Also man muss selbst darauf achten, nur Bilder zu verwenden, die man auch tatsächlich wieder benutzen darf und online stellen darf, also unter entsprechenden Creative Commons Lizenzen veröffentlicht sind beispielsweise oder die komplett gemeinfrei sind, Public Domain. Also da muss man natürlich darauf achten. Hat der Herr Bernsen gemacht, der hat ganz exakt angegeben, wo die Bilder hat, wenn es notwendig war und dass er die verwenden durfte. Und ja, dann kann man das hier einfach zur Verfügung stellen. Und er hat es anders gemacht. Er hat das jetzt in Projektunterricht eingesetzt. Also die Schüler sollten sich mit Projekten befassen. Und sie hatten die Wahl, entweder die Videos zu verwenden oder das Geschichtsbuch. So. Also auch gar nicht so der Zwang, ihr müsst jetzt bis nächste Woche dieses Video sehen, sondern das sind Medien, die ihr jetzt verwenden könnt, um euer Projekt zu machen. So. Da wollte ich hin. Das sind so Tools, die man nutzen kann. Viele davon sind kostenlos zum Bildschirmaufzeichnen, also Screencast-O-Matic beispielsweise haben wir gerade bei der Birgit Lachner gesehen. Wink ist ein kostenloses Programm, Hypercam, das verwendet der Jörn Lovischach. Jing ist eine abgespeckte Version von Camtasia oder Camtasia eben als kostenpflichtiges Programm. Man kann die kostenlosen Tools nutzen. Ich nutze mittlerweile Camtasia, weil man doch manchmal was nachbearbeiten will. Ich will dann auch noch Bilder einbinden oder was nachschneiden oder das Ende rausschneiden und so weiter. Und das kann man halt sehr gut dann auch mit einem Tool, was so eine Postproduktion ermöglicht. So, auch ein paar Praxistipps. Video anschauen alleine langt nicht. Ich kann den Studenten nicht sagen, bitte schauen Sie die Videos an, sondern Sie müssen sie durcharbeiten. Und durcharbeiten heißt, sich intensiv damit befassen und mit nichts anderem. Wir haben es evaluiert, also die Studenten schauen die Videos tatsächlich im Vorfeld an, ne? Aber durchaus beim Bügeln oder so. Ja? Oder beim Kochen. Eine Studentin hat wirklich geschrieben, sie stellt den Laptop in die Küche, kocht und wenn was Wichtiges kommt, guckt sie hin. So. Das soll natürlich nicht so sein, sondern man muss sich intensiv damit auseinandersetzen. Und deswegen mache ich Folgendes, macht auch Herr Lovischach, Jürgen Handke und andere, die das Konzept einsetzen, Lückentexte. Worksheets, die ausgedruckt werden und neben den Rechner gelegt. Also genauso wie man auch vielleicht Schülern Aufträge gibt im Internet, Recherche mit Arbeitsblatt nebendran und da werden die Lösungen draufgeschrieben. Man braucht irgendwas, wo man das draufschreibt. Und da werden so Lückentexte ausgeteilt und oder kann man sich runterladen, ausdrucken, daneben legen. Und da sollen die Studenten das eintragen, was in dem Video passiert. Sozusagen der Tafelanschrieb, also wenn Sie im Hörsaal sitzen und mitschreiben, wird dann eben auf Papier gemacht, vorstrukturiert, so ein bisschen wie Klebebildchen einkleben. Ne? Da sieht man, oh, da ist noch ein Kästchen unausgefüllt, da muss ich irgendwas übersehen haben, da muss noch was rein, also muss ich nochmal rein und gucken und suchen. Ja? Oder es sind Aufgaben mit dabei, die weitergehen, ne? Also wo man drüber hinausdenken muss über das Video. Und gerade in Mathematik ist es so, da müssen die Formeln auch mal durch die Hand gelaufen sein. Also ich kann nicht nur zugucken, sondern ich muss es mal aufschreiben. Da gehört ein für alle, wird so hingeschrieben, dann kommt da ein Doppelpunkt hin und so weiter. Ja? Und das wird alles schön mitgeschrieben und dann haben sie auch den Text da. Also man will ja auch später einfach mal kurz gucken, was da war. Nicht immer wieder ins Video reingehen und suchen, sondern man hat dann seinen Text, der mitgebracht wird in die Vorlesung und dann als Basis genommen wird, nochmal zum Vergegenwärtigen, was habe ich denn gemacht zu Hause und die Fragen stehen da auch drauf. Ne? Früher habe ich diese Worksheets nicht gehabt, habe ich dann gefragt, habt ihr Fragen? Haben sie gesagt, wir hatten Fragen, aber wir haben sie vergessen.
Deswegen ist auf dem Worksheet immer unten drauf, bitte schreiben Sie Ihre Fragen hier hin, da. Und dann bringen Sie diesen Zettel mit. Und da, dann klären wir Ihre Fragen. Okay. Wichtig ist, nicht zu lange Videos, also nicht keine 60-Minuten-Videos produzieren. Man schaut sich lieber 4 15-Minuten-Videos an, als ein 60-minütiges. Und ganz wichtig, kein Perfektionismus. Aaron Sams hat mal so etwas Ähnliches gesagt wie, muss immer fragen, brauche ich es perfekt oder am Dienstag? Und wenn ich es am Dienstag brauche, dann komme ich irgendwann dahin zu sagen, nee, okay, komm, dieser Räusperer, den lasse ich jetzt drin. Und irgendwann entwickelt man auch eine gewisse Lockerheit und es wird dann auch so ein bisschen persönlich, authentisch, wenn man merkt, okay, das ist jetzt tatsächlich nicht groß vorbereitet gewesen oder so, sondern ja, ist einfach auch eine Erklärung, so wie sie im Klassenzimmer passiert. Und Geduld, also nicht denken, oh ja, ich mache das jetzt heute für alle meine Fächer und so weiter, sondern schön langsam über Jahre hinweg ein Repertoire an Videos aufbauen. Und mittlerweile bin ich soweit, ich habe jetzt jede Menge Videos und das ist ein tolles Gefühl, wenn ich sagen kann, oh Mensch, das bastel ich mir das mal zusammen, für diese Gruppe brauchen die und das Video und jetzt, da fehlt noch eins, das mache ich noch und so und dann wird das zusammengestellt und zur Verfügung gestellt mit Worksheet und dann kommen die Studierenden vorbereitet in die Vorlesung. Sie machen es tatsächlich. Also es wird immer kritisiert, oh Gott, die machen das nicht. Doch. Muss man natürlich in irgendeiner Weise, Schulkontext ist anders. Ja? Also da muss man jetzt überlegen, was mache ich, wenn ein Schüler das Video nicht guckt? Naja, was mache ich, wenn ein Schüler die Hausaufgaben nicht macht? Genau das Gleiche. Ja? Natürlich muss das in irgendeiner Weise zum Thema gemacht werden und da muss es halt nacharbeiten oder was. Oder welche Maßnahmen man da auch immer hat, die setzt man da an. Vielleicht ist es für Schüler motivierender zu Hause, zu wissen, sie müssen jetzt nur dieses 15-Minuten-Video gucken und dann ist die Hausaufgabe vorbei, als sich eine Matheaufgabe zu setzen, bei der man nicht so genau weiß, wie es geht und nicht genau weiß, wie lange es dauert und die schreibe ich lieber morgen ab. So. Und es fällt eher auf, wenn ich es nicht gemacht habe, am nächsten Tag, wenn ich nicht vorbereitet bin. Hausaufgaben kann ich abgeschrieben haben, beim Ergebnisvergleich lese ich vor, fertig. So. Da muss ich es verstanden haben, weil dann brauche ich das am nächsten Tag. So. Ja, und die Eltern auch wieder mit ins Boot holen. Das ist ja nicht immer so bei solchen Dingen, wenn ich im Internet oder so arbeite, dann müssen die Eltern drüber Bescheid wissen. Trifft man manchmal auch so Dinge, dass dann zu Hause Internetverbot ist und dann weiß der Schüler nicht, wie er die Hausaufgabe machen soll. Also das heißt, die Eltern müssen informiert sein, ja, dass es halt auch Internet als Unterrichtsmedium auch genutzt wird. Das müssen sie wissen. So. Jetzt als letzten Teil, und dann können wir in die Diskussion gehen, GeoGebra möchte ich noch kurz vorstellen als Werkzeug. Der Computer ist ja nicht nur ein Medium für Textlesen und Textproduktion oder Bilder oder so weiter, sondern ein großer Vorteil des Computers, und eigentlich einer der wesentlichen Vorteile ist, dass er interaktive Darstellungen zur Verfügung stellen kann. Na, wenn ich ein Bild im Buch habe, das kann ich nicht verändern. Oder wenn ich eine Tafel habe, ich habe hier eine geometrische Konstruktion hingemacht, kann ich nicht verändern. Nicht interaktiv, muss ich wegwischen, muss ich nochmal machen. So. Computer ist anders, weil da kann ich die Bilder und Grafiken, mit denen ich arbeite, verändern, interaktiv. Und damit Mathematik erforschen. Ja? Also jetzt hier habe ich beispielsweise GeoGebra. GeoGebra ist ein Geometriesystem, ein sogenanntes dynamisches Geometriesystem. Aber nicht nur das, sondern es hat auch Algebra und andere Tools. Und die stelle ich ganz kurz vor. Das hier ist die euklidische Ebene. Ja, da habe ich jetzt eine zweidimensionale Ebene, kann ich geometrische Objekte anbringen. So, also beispielsweise kann ich hier eine Gerade zeichnen oder konstruieren durch zwei Punkte. Ja, jetzt habe ich eine Gerade durch zwei Punkte. Und das Schöne ist eben die Interaktivität an GeoGebra oder generell an dynamischen Geometriesystemen. Wenn ich hier den Pfeil, den Bewegepfeil anklicke, dann kann ich jetzt hier den Punkt bewegen. Und Sie merken, man hat unabhängige Objekte, A und B sind unabhängige Objekte, die kann ich frei bewegen und es gibt abhängige Objekte, die abhängig sind von unabhängigen Objekten, deswegen heißen die so. Und dann kann ich jetzt hier so bewegen und die abhängigen Objekte, also die Gerade in dem Fall, bewegt sich mit. Klar, sonst kann ich hier zum Beispiel mal einen Mittelpunkt konstruieren, hier gibt es auch jede Menge Tools, Mittelpunkt zum Beispiel von A und B. Ne? So. Jetzt kann man mal gucken, was passiert, wenn ich B verändere, dann ändert sich C als Mittelpunkt mit, bleibt immer der Mittelpunkt. Kann C nicht verändern, ne? C geht nicht, so, abhängig, sondern das ist der Mittelpunkt von A und B. Okay, jetzt konstruiere ich mal kurz was, damit Sie sehen, worauf es hinausläuft. Ich mache mal kurz den Kreis hier durch, mit um C herum durch B.
muss ja dann auch durch A gehen. Jetzt kann ich hier einen Punkt auf den Kreis auf die Kreislinie setzen. Ja? Und wenn ich einen Punkt auf die Kreislinie setze, dann macht es genau das, was man sich vorstellt, nämlich er bleibt da drauf, wenn ich ihn bewege. Kann ich nicht runterziehen oder so, sondern bleibt hier drauf. So. Die Mathematiker und Mathematikerinnen sehen schon, was ich jetzt hier konstruiere wahrscheinlich. Also ich mache hier den Satz des Tales. Ich habe hier ein rechtwinkliges Dreieck. Also weiß ich noch nicht, aber ich werde feststellen gleich, dass hier oben der Winkel 90 Grad groß ist. Ich kann nämlich den Winkel jetzt hier auch noch bestimmen. Hoppa, jetzt habe ich verklickt. Na, okay. So, Winkel. So, 90 Grad. Gut, und ich habe vorhin gesagt, das ist eine interaktive Grafik, das heißt, ich kann gucken, was passiert denn jetzt, wenn ich D bewege? Wenn ich D bewege. Jetzt sieht man, der Winkel bleibt immer 90 Grad groß. Gut, vielleicht ist es jetzt zufällig bei diesem Dreieck der Fall. Ja, jetzt machen wir es mal so. Nehmen wir ein anderes Dreieck hier. So. Nee, ist da auch so. Wenn ich das jetzt so mache, bleibt immer so. Das heißt, ich habe hier eine Möglichkeit, geometrische Welten zu schaffen, in denen ich bestimmte Dinge untersuchen kann. Was wäre, wenn, Frage stellen, operatives Prinzip, ich kann hier ein bisschen was verändern und gucken, was bleibt denn gleich. Also ich kann Invarianten suchen in geometrischen Situationen. Das ist noch kein Beweis, ne? Ich habe noch nicht bewiesen, es ist immer 90 Grad, sondern das ist erstmal eine Möglichkeit, sich von etwas zu überzeugen und etwas festzustellen, etwas zu entdecken. Das kann man als Ausgangspunkt nehmen für weitere Untersuchungen. So, und jetzt mache ich das mal kurz weg hier, mache mal neu, nämlich öffnen. Neu. Nicht speichern. So. Jetzt kann ich auch Folgendes machen, ich kann jetzt sowas machen wie Schieberegler. Baue ich mal hier hin, einen mit A, und einen nenne ich B, einen nenne ich C. Ja. So. Könnte ich jetzt hier auch Schieberegler verschieben. Ne? Und Sie sehen jetzt hier links, das ist der Algebra-Teil von GeoGebra, jetzt haben die Objekte auch Namen, das hätte ich ich weiß nicht, ob Sie es gerade eben bemerkt hatten, das war bei der geometrischen Konstruktion auch so. Ne? Jetzt haben wir hier Namen und die haben auch die Werte werden hier angezeigt. So, jetzt habe ich hier unten noch so ein Eingabefeld. Da kann ich auch was Symbolisches reinschreiben, also zum Beispiel f von x. Man kann eine Funktion benennen hier, ist gleich a mal x Quadrat plus b mal x plus b mal x plus c. So. Jetzt kann ich untersuchen, relativ schnell zusammengeklickt, wir sehen, das hat jetzt nicht lang gedauert, ne? Kann ich hier untersuchen, was für einen Effekt haben denn hier eigentlich diese einzelnen Parameter auf die Funktion. Hier links sehen Sie auch nochmal den Funktionsterm und ja, jetzt kann ich das hier untersuchen. Ne? In allen möglichen Varianten. Jetzt nur mal als kurzes Beispiel. GeoGebra hat noch den weiteren Vorteil, es vereint alle Werkzeuge, die in der Mathematik wesentlich sind für Mathematikunterricht, Computeralgebra, dynamische Geometrie und, halten Sie sich fest, Tabellenkalkulation. Ja? Ich kann auch eine Tabelle hier dazu packen. So. Und jetzt kann ich Folgendes machen, ich kann jetzt hier, machen wir eine Wertetabelle dazu. Ne? Es gibt ja verschiedene Funktionsrepräsentationen, jetzt haben wir die symbolische, links Funktionsterm, haben wir eine Mitte Funktionsgraphen. Jetzt können wir hier auch mal so eine Werttabelle machen, minus 3, 2, 0, 1, 2, 3, so. Und jetzt möchte ich hier den y-Wert zu minus 3 haben, also f von minus 3. Und dann mache ich das genauso, wie ich in Tabellenkalkulation arbeite, ist gleich f von dem Wert in dieser Tabellenzelle. F von A1. F habe ich zur Verfügung, das Objekt gibt es. So. Jetzt wird das hier reingeschrieben. Jetzt kann ich auch genau wie in Tabellenkalkulation das Ding ergreifen, nach unten ziehen. Jetzt wird die Wertetabelle ausgefüllt. Und jetzt kann ich, wenn ich hier verändere, verändert sich die Wertetabelle mit. Ja. Also ich habe dynamisch verlinkte Repräsentationen ein und desselben mathematischen Objekts und kann durch Veränderung bestimmte Dinge entdecken. Natürlich nicht einfach so, sondern habe ich wieder ein Aufgabenblatt nebendran und so. Ne? Und ja, habe die Möglichkeit, interaktiv zu arbeiten. Das ist die einzige Möglichkeit, also Computer bietet diese Möglichkeit als Medium. Ja, ich kann, in einem Buch kann ich sowas nicht machen, in einem Film kann ich sowas nicht machen. Film hat zwar auch Dynamik, aber nicht Interaktivität. Ne? Interaktivität ist der große Vorteil von Computern. Okay. Genau. Vielleicht noch theoretische Gründe, die Theorie habe ich erstmal draußen vorgelassen, aber vielleicht noch ein paar Begriffe.
Ein wichtiges Konzept ist verteilte Kognition, ganz altes Konzept. Ne? Denken findet nicht nur im Kopf einer Person statt, sondern verteilt über eine Gruppe. Wenn man in einer Gruppe miteinander denkt, ja, findet das Denken in dieser sozialen Gruppe statt, die ich hierhin dargestellt habe. Und letztlich sind auch technische Werkzeuge mitdenkende Objekte. Ich kann bestimmte Dinge an diese Objekte abgeben, beispielsweise Routineberechnungen. Da denkt der Computer für mich und ich habe meinen Kopf frei, um andere Dinge zu denken, nämlich höherwertige Dinge, als jetzt immer wieder auszurechnen. Und da gibt es einen neuen Begriff Konnektivismus, naja, der besagt, dass man eben in Netzen, in solchen sozialen Zusammenhängen gemeinsam denkt und Informationen austauscht und dann hier so eine Art Netzwerk bildet, in dem man gemeinsam lernt. Ja. Situiertes Lernen, projektorientiertes Lernen, Öffnung von Unterricht, ne, gerade Öffnung von Unterricht im Kontext jetzt, wenn man im Internet arbeitet, ne, öffnet man seinen Unterricht nach außen. Hier auch vielleicht noch Klasse als Gehirn, also wenn man sozusagen gerade in solchen Netzwerkstrukturen denkt und dieses Netzwerk nicht nur als innerhalb der Klasse betrachtet, sondern auch nach außen geht. Also wenn jetzt Leute in dem Blog mit kommentieren und so weiter, dann lernen die ja auch was dabei durch die Diskussion mit den Schülern. Ja? Sodass man eben letztlich ja alle als Netzwerk betrachtet, die gemeinsam lernen durch Informationsaustausch beispielsweise übers Internet. So, ein Konzept, das eine Rolle dabei spielt, ist Sharism. Das ist ein Konzept, das besagt, naja, im Internet profitiere ich davon, dass andere Dinge mir geben, also Bilder, Texte und so weiter. Also sollte ich doch auch diese Dinge zur Verfügung stellen. Also wenn Sie von Flipped Classroom beispielsweise, ich stelle meine Videos ins Internet anderen zur Verfügung, in der Hoffnung oder ja, ich habe von ganz vielen Dingen profitiert im Internet und werde es auch in Zukunft tun, wenn andere das tun. Also je mehr man selbst gibt, umso mehr wird man auch wieder erhalten. Dieses Teilen im Internet, ne, als Social Media, das Teilen da so groß geschrieben wird. Ich teile die Dinge, die ich produziert habe und erhalte dafür auch die Dinge, die andere teilen. Das ist auch eigentlich ein ganz schöner Gedanke. Ne? Also wenn man Produkte teilt, nicht Saufbilder von der letzten Party natürlich. Ja. Gib du mir dein Saufbild, gebe ich dir mein Saufbild. Das ist natürlich nicht damit gemeint, sondern ich tue mein Vorlesungsvideo online und kann auch Vorlesungsvideos von anderen verwenden. Ich habe jetzt diesmal zum ersten Mal Vorlesungsvideos von anderen verwendet. Okay. Und das Ganze fällt unter den Begriff Open Educational Resources, dass man also offene Bildungsmedien erstellt und auch offene Bildungsmedien nutzt. Okay, den Rest überspringe ich. Und ein Zitat am Schluss, das mir ganz besonders gut gefällt. Hier steht es auf Englisch, aber es ist noch auf Deutsch. Man kann ein guter Lehrer sein und niemals Technologie nutzen, ne? Ist klar, also logisch. Ja? Und Technologie wird einen schlechten Lehrer nicht in einen guten verändern, auch logisch. Ja? Es kommt immer auf den Lehrer an, ja? Lehrer ganz entscheidend. Aber ein guter Lehrer kann mit Technologie auch tolle Dinge machen im Unterricht, so das sagt das Zitat. Ja? Kann auch anders tolle Dinge machen. Aber man kann auch mit Technologie tolle Dinge machen und andere tolle Dinge. So. Okay, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Genau.